Letzte Vorbereitungen in der Küche von Gamze Kilincarslan in Hanau. Hier mache ich dann so Kartoffeleintopf und dann gibt es noch Fleisch dazu und Reis. Zum Fastenpreschen wird alles fertig sein. Dann können wir uns in Ruhe hinsetzen und den Abend genießen. Für Muslime wie Gamze Kilincarslan und ihren Mann Anil gilt während des Fastenmonats Ramadan von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen oder trinken, nicht rauchen, keinen Geschlechtsverkehr haben, kurzum enthaltsam leben. Es bedeutet für mich, mal wieder in sich zu kehren, zu sehen, was wichtig ist im Leben, Zeit für Dinge zu finden, für die man lange keine Zeit hatte. Dankbarkeit, Freundlichkeit, ja, dem Alltagsstress, der Hektik einfach zu entfliehen. Zur Tradition im Ramadan gehört, nach dem Sonnenuntergang das gemeinsame Fastenbrechen mit Familie, Freunden oder Nachbarn. Doch wegen der Corona-Pandemie geht das in dieser Form nicht. Immerhin, in diesem Jahr dürfen die Moscheen wieder öffnen. Mit strengen Corona-Regeln also, beschränkte Teilnehmerzahl, Maskenpflicht, Abstand halten, eigenen Gebetsteppich mitbringen. Die Kilincarslans verzichten auf den Moscheebesuch und brechen das Fasten im kleinen Kreis. Familie wird per Videochat dazu geschaltet. Doch es ist für sie einfach nicht dasselbe. Es fehlt definitiv. Das Zusammenkommen fehlt, die Unterhaltung am Tisch fehlt. Das ist nicht schön, wenn es so weitergeht. Doch es geht weiter. Corona, Ramadan und damit auch Fastenbrechen im kleinen Kreis.